Hallo und herzlich willkommen hier bei AJ Barbecue, der Eigelgriller. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke, dass ihr wieder hier seid. Heute gibt es das nächste Rezept. Wieder einmal was aus dem Dutch Oven. Es ist Herbst, wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Es ist saukalt worden. Ihr habt euch ein kleines Feuerchen gemacht, damit es mir nicht gar so friert. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen heute eine Art Bacon Bomb, einen Hackbraten in einem Speckmantel. Gemeinsam mit der Beilage, mit einem Kartoffelgratin im Dutch Oven. Und wie das funktioniert, das seht ihr in der heutigen Ausgabe von AJ Barbecue, der Allgäu-Griller. Für das heutige Rezept, da werden wir brauchen 1 Kilo Hackfleisch halb-halb, 4 Zwiebeln, 200 Gramm Baconscheiben, ein paar Semmelbröseln, ein Ei, Camembert, geriebenen Käse, Creme fraiche, verschiedene Gewürze und natürlich Kartoffeln. Und anfangen würde ich jetzt ganz einfach mit dem Hackfleisch. Das müssen wir nämlich jetzt schön würzen und mischen. Als Gewürzmischung nehme ich wieder einmal das feine Dutch Oven, das Wild West Gewürz. Das ist einfach richtig, richtig lecker und da sparen wir nicht. Dann würde ich ein paar Semmelbrösel mit reingeben. Das waren jetzt etwa 2 Esslöffel. Ein Ei. Ja, und das mische ich jetzt durch. Dann geht's weiter. Dann lege ich mir ein Bett aus Bacon. Da rein bette ich jetzt den Camembert. Ja, und dann forme ich das Hackfleisch außenrum einfach so ähnlich wie einen Brotlaib. Ja, einfach das restliche Hackfleisch drauf zu einem Brotlaib formen und dann packt man das richtig schön mit Bacon ein. Den Bacon habe ich jetzt da dran, nicht weil ich Angst habe, dass das Hackfleisch trocken wird. Wir haben ja schließlich halb-halb drin, das heißt, es ist also auch fettes Schwein drin. Der Bacon kommt eigentlich drum herum, dass mir im Dutch Oven nichts anbrennt. Das ist der einzige Grund. Ach so, und weil halt Bacon geil schmeckt. Ja, was soll ich sagen, das war's mit der Bacon Bomb, mit dem Hackbraten schon. Genauso wie er jetzt ist, tun wir in der Dutch Oven. Jetzt schneiden wir noch schnell die Kartoffeln, rühren aus Creme fraiche und ein paar Kräutern ein schönes Sülzchen dazu an. Schichten die um den Hackbraten im Dutch Oven. Und schon geht's los, wir können die Kohle starten. Ich fange jetzt erst einmal mit der Soße an. Da habe ich hier einen Becher Creme fraiche. Den gebe ich hier in die Schüssel. Ja, bravo. Gut hat er das gemacht. Ha, was soll ich sagen? Passiert halt einmal. Würzen tun wir das Ganze mit Salz und Pfeffer. Pfeffer tun wir nicht sparen, Salz eher schon. Wir haben ja den Bacon mit drin, deswegen lassen wir da ein bisschen Salz weg. Salatkräuter. Hab keine frischen. Nehmen wir die. Jetzt schneiden wir noch Zwiebeln und Kartoffeln. Dann kommt es da rein. Total leicht. Wie so oft möchte ich euch auch heute an meine Homepage erinnern, www.aj-barbecue.de. Da erfahrt ihr alles rund um unser Team und gibt es natürlich unsere Rezepte als PDF zum Download. So, jetzt habe ich euch, glaube ich, die Zwiebel unterschlagen. Ja, bin das nicht mehr gewohnt ohne Kameramann, gell? Habe einfach vergessen, die Kamera einzuschalten. So, Zwiebelwürfel sind da drin in dieser Creme fraiche Soße. Die Kartoffeln, habt ihr gesehen, haben wir so in 4-5 mm dicke Scheiben geschnitten. Jetzt müssen wir das bloß noch schnell vermischen. Natürlich gründlich und gleichmäßig. Jetzt kommt das Ganze links und rechts. Vielleicht auch noch oben und unten um den Hackbraten im Dutch Oven rum. Und dann gehen wir schon die Kohlen starten. So schaut das jetzt aus. Da füllen wir jetzt einfach ringsherum das Kartoffelgratin ein. Das war's jetzt schon. Ich will mich jetzt um den Anzündkamin kümmern. Wir verwenden heute 24 Kohlen, 8 unten drin. 16 auf dem Deckel, dann wird das Ganze so 2 bis 2,5 Stunden dauern. Dann können wir schon essen. Also ihr seht, kurz und schmerzlos. Vorbereitungszeit war jetzt vielleicht 20 Minuten. Ja, jetzt können wir uns gemütlich ins Wohnzimmer sitzen bei der Saukälte
oder das Lagerfeuer nochmal ein bisschen höher brennen lassen. Muss mal gucken, für was ich mich entscheide. Wir sehen uns beim Auflegen auf dem Grill wieder. Jetzt habt ihr es gesehen, jetzt haben wir alles auf Kohlen, Unterkohlen gestellt. Wie gesagt, 8 unten, 16 auf dem Deckel. 2 bis 2,5 Stunden wird das Ganze jetzt dauern. Eine halbe Stunde vor Schluss würde ich den Käse noch reingeben, da seid ihr natürlich live dabei. Bis dahin schaue ich eigentlich nur ab und zu mal, ob die Kohlen ausreichen, ob ich unter Umständen noch einmal welche nachglühen muss. Alles halb so wild. Jetzt würde ich mich verziehen auf mein warmes Sofa. Pfui Teufel ist das kalt. Freunde, wir haben es geschafft. Einen kurzen Blick habt ihr ja schon reinwerfen können. Jetzt machen wir den Deckel auf, dann richtig an. Ja, ich hole euch noch einmal her zum Deckel aufmachen. Kommen wir da mal ran. Dann richtig an und dann sehen wir uns zum Fazit wieder. So Freunde, ein schönes Tellerbild ist was anderes, das macht aber gar nichts. Wir wollen ja schließlich einfach nur gut essen. Ne? Manchmal muss es nicht gut ausschauen, manchmal muss es einfach nur geil schmecken. Besteck habe ich auch keins mit rausgebracht. Ja, läuft heute bei mir. Ihr habt es ja vielleicht mitgekriegt, das ist nicht mein bester Tag heute. Aber Gott hat mir 10 Finger gegeben, mit denen ich durchaus essen kann. Deswegen machen wir das halt recht unspektakulär heute. Ne? Die Kartoffeln sind auf dem Punkt, die haben keinen Biss mehr, die sind wirklich durch. Super. Der Geschmack nur mit Creme Fraiche ohne Sahne war ich anfangs ein bisschen skeptisch, auch mit den Salatkräutern. Aber es war einfach nur einfach. Aber einfach ist geil. Hier, es geht hier um diese geile One-Pot Bacon Bomb, die es mir ein bisschen beim Rausholen zerfleddert hat. Macht gar nichts. Auch da geht es darum, wie es schmeckt. Wir nehmen jetzt einfach mal einen geilen Käse. Geil. Wir haben diesen würzigen Camembert in der Mitte, der total zu laufen ist. Wir haben eine schöne Kruste außenrum von dem Bacon, die wirklich schön crunchy auch im Mund ist, die Salz gibt. Wir haben dieses Dutch Oven Gewürz im Hackfleisch, das halb-halb eigentlich nicht wirklich trocken werden kann. Richtig, richtig geiler Scheiß wieder. One Pot im Dutch Oven. Ich find's geil. Wenig Arbeit und voll viel Geschmack. Das war's. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst es mich wissen. Hier, ne, Kommentare da unten. Ja, schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer Andi von AJ Barbecue, der Allgäu Griller. Macht es gut. Ciao. Tschüss. Ich habe immer mal ein Besteck mit heraus. Das macht aber gar nicht. Das macht gar nichts. Gar nichts macht's. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts.